Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. So, ja, da geht's auch schon wieder los in die nächste Runde unserer Überraschungsshow. Recht herzlich willkommen damit zur 10-Euro-Überraschungsshow. Wie es der Name schon vermuten lässt, haben wir alles. Alles, was Sie hier sehen werden in den kommenden knapp 30 Minuten, auf gerade mal 10 Euro herunterreduziert. Ganz gleich, was das vor ein paar Augenblicken noch gekostet hat. Sie dürfen gerne bis zu 5 Mal pro Besteller zugreifen. Das gilt für Stammkunden genauso wie für unsere neuen Zuschauer. Es sei denn, wir sagen Ihnen etwas anderes. Und jetzt wollten wir Ihnen eigentlich schon mal verraten, auf was Sie sich freuen können. Naja. Gönnen wir aber nicht, weil wir ahnungslos sind. Wir lassen uns genauso überraschen wie Sie. Aber eine Dame weiß ganz genau, um was es geht. Und die steht da in. Was ist das? Orange, Lachs, Lachs. Korall. Korall ist das. Also Hunger. Bitte schön. Nee, hier riecht's doch Fisch. Danke. Wir haben heute Mittagessen. Ja. So, was haben wir hier? Sport. Was ist das? Echt? Ja. Das sieht spannend aus. Können Sie erraten, was das ist? Ja. Also ich kann es nicht erkennen. Och. Das ist eine Fitness-Twisting-Disc. Oh, cool. Ich habe es von der falschen Seite nur gesehen. Von der Seite hätte ich es sofort erkannt. Das macht nämlich richtig Spaß. Das kann ich glauben. Wollt ihr das echt machen? Jeder Na klar. Spaß. Mit den Schuhen? Ja, klar. Nein. Echt? Nein. Da bin ich aber gespannt. Ah, guck mal hier. Nein, Barfuß. Na, guck ja, mal. Ja. Guck mal hier. So, pass auf. Also, für Bauch, auch Taille und Arme kann man dieses Teil drehen. Und das macht man natürlich mit der entsprechenden Muskulatur in Bauch, Taille, ja, und in gewisser Weise auch den Armen. Damit sie da nicht runterfallen und das Ganze in einer harmonischen Bewegung passiert, haben sie hier die beiden Expanders mit dabei, rechts und links. Und damit kann man sich super festhalten. Das sieht schon lustig aus, was ihr zwei da macht. Ja, aber das merkt man denn was davon? Ja, klar. Zieht das? Ja. Ja? Ja, das geht so richtig schön. Wenn du so ein bisschen wippst, geht das auch richtig schön in die Waden, aber ich merke schon, mir wird richtig warm hierbei. Mhm. Ne? Also das ist schon ein gutes Training hier. Warm hier, auch für die Arme. Das ist nicht ohne, oder? Für Männer auch, guck mal, du kannst deinen Bizeps auch hier trainieren. Ja. Das ist auch ganz, ganz schön. Ja, ja. Und du würdest auch massieren hier, guck mal. Das sind Massagenoppen. Diese kleinen Knopfen, sehr, sehr schön. Klein, kompakt, du kannst das immer mitzunehmen, auch sehr, sehr praktisch. Und wir brauchen nur die Musik, oder? Ja? Das Schöne ist, du stabilisierst natürlich jetzt hier auch den kompletten Körper. Und darum geht es natürlich durch diese Bewegung. Das kennt man vom Bauchmuskeltraining. Da macht man ja auch die Beine von rechts nach links, von links nach rechts. In einem leicht angewinkelten, Zustand mit den Beinen her. Das geht auf die seitliche Bauchmuskulatur. Unterm Strich gesehen machen sie hier nichts anderes, nur dass sie das hier eben im Stehen tun. Und durch diese Twistbewegung, diese ja, leichte Bewegung von rechts nach links. Oh, jetzt. Ja, genau. Komm, wird entsprechend Bauch und Taille trainiert. Ja. Das ist dann für Fortgeschrittene, was Diana gerade macht. Ja. Jetzt macht's Spaß. Im Rhythmus. Aber natürlich ohne High Heels muss man das machen. Eigentlich. Ah, okay. Eigentlich ja. Das Schöne ist, also, ich meine, unterm Strich gesehen, du kannst natürlich jetzt auch viel Geld für ein Fitnessstudio rausgeben, du kannst laufen, du kannst eine ganze Menge machen, aber wenn man es ganz einfach mal versucht, es mal drauf ankommen lässt, ist das vielleicht auch mal eine schöne Ergänzung. Das macht man mal ganz entspannt auch mal zu Hause, wann immer eben Zeit da ist. Und ich bin sowieso der Meinung, alles, was irgendwie mit Bewegung zu tun hat, ist immer gut. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist gar nichts. Das stimmt, ja? Aber das so. Macht richtig Spaß, sag ich dir. Da musst du dich gar nicht motivieren. Ja. Neben mit ein bisschen guter Musik? Ja. Genau, mach's mal abends vorm Fernsehen. Mhm. Also ein paar Minuten oder was vor der Tagesschau oder so. Oder während einer, Schnäppchenshow bei Pöll, das ist nicht ohne, oder? Das ist richtig anstrengend, aber angenehm anstrengend. Ja, ne? ja. Also, cool. Schönes Teil, unser Fitness Twisted Disc mit der NX 7664 und der 569. Man kann damit seine Fitness verbessern und in Schwung bleiben, schreibt uns auch die Nele aus Heiligenstadt. Bis zu 5 Mal, damit die ganze Familie was davon hat. Können Sie hier zugreifen? Schön. Yeah. So. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich bin schon vom Zugucken in Schweiß gebadet. Ja, es war auch wirklich nicht ohne. Aber das liebe ich, wenn du gar nicht so lange Sport machen musst und trotzdem du merkst es auf ganz positive Art und Weise. So. Und Endorphine schüttet das aus. Immer so langsam, aber sicher klingen diese Stiche ab. Aber ich fürchte, das waren nicht die letzten in diesem Jahr. Was für Stiche, was klingt da ab? Ganz einfach. Mückenstiche. Hm. Ja, wie viele haben Sie schon gehabt im Laufe dieses Jahres? Dutzende? Ja, herzlich willkommen im Club.
Ja, im Moment sind die Biester richtig, richtig gemein und richtig aggressiv. Wenn du nicht aufpasst, hast du da also wirklich eine richtig schlaflose Nacht. Und deswegen sind diese, ja, diese Mückengitter, diese Mückenvernichter, sagt man ja, unglaublich hoch im Kurs bei unseren Kunden hier. Sowas mal eine halbe Stunde vorm zu Bett gehen, einfach mal ins Schlafzimmer gestellt oder mal ins Kinderzimmer oder mal in die Küche oder wo auch immer Sie wollen, wird durch das blaue Licht dieses... Ja, da werden durch dieses blaue Licht diese blöden Biester angelockt quasi und werden hier mit diesem Hochspannungsgitter innen drin ganz kurz angebrutschelt. Da nerven sie nicht mehr. Das klingt sehr, sehr gut. Ja, oder? Das ist so eine Vendetta. Ja. So, jetzt haben wir natürlich zum einen hier dieses blaue Licht, dieses UV-Licht, was eben Mücken anzieht. Zum anderen, aber das sehen Sie bei Diana, haben Sie natürlich auch noch eine Beleuchtung mit dabei. Und jetzt sind wir dann also nicht nur im Hausgebrauch, sondern auch im Campingbereich unterwegs. Wenn Sie mal im Campingwagen oder im Zelt mal eine vernünftige Beleuchtung brauchen, das wäre eher so eine Notfallbeleuchtung, haben Sie das natürlich auch. Bitte diese UV-Lampen, diese Blaulichtlampen, sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen gedacht, weil sie natürlich nicht nur Mücken anziehen, sondern auch andere Fluginsekten, die ja zum Teil auch artgeschützt sind. Und die wollen wir natürlich in Ruhe lassen. Aber gegen Mücken haben wir was. Und das ist eben dieses blaue Licht. Funktioniert ganz hervorragend übrigens. Mhm. Kannst du hinstellen, kannst du aufhängen, wenn du das möchtest. Kannst nur den Mückenvernichter oder nur das Licht oder eben beides zusammen einschalten. Ist also gerade, behaupte ich mal, für geschlossene Räume, eben auch mal im Campingbereich. Da können Sie nun gar nichts mehr gegen Mücken machen. Gerade wenn Sie am See oder irgendwo bei stehendem Gewässer oder sowas unterwegs sind, haben Sie eine richtige Plage um sich herum. Das hilft Ihnen vielleicht ein Stück weit. Steht dabei, bis wie viel Quadratmeter man das nutzen kann oder sowas? Ist das irgendwie eingegrenzt? Nee, das ist, soweit ich es jetzt hier erkennen kann, nicht eingegrenzt. Aber ich denke jetzt gerade auch an meinen nächsten Urlaub. Ich bin ein paar Tage in Konstanz und da hast du immer richtig viele Stechmücken. Und letztes Jahr sind wir da wirklich so zerfressen worden. Und ich habe mir überlegt, ich werde das jetzt auch mitnehmen, weil die meisten Hochspannungsgitter oder UV-Insektenvernichter, die du hast, die sind meistens an die Steckdose gebunden. Richtig, ja. Und das finde ich eben hier so schön, auch mal zum Mitnehmen ins Hotelzimmer beispielsweise, dass du es einfach hinstellen kannst, weil meistens sind die Steckdosenplätze irgendwie hinten versteckt oder da stecken andere Sachen drin, zum Beispiel Handy, was ich aufladen will, Digitalkamera und so weiter und so fort. Da finde ich das sehr gut, dass wir hier akkubetrieben unterwegs sind, dass wir auch noch das Licht mit dabei haben, gerade wenn man so im Dunkeln unterwegs ist. Das kann nicht nur im Campingbereich sehr, sehr nützlich sein. Der Preis ist super hier an dieser Stelle. Bestellen Sie am besten direkt Ihr Exemplar nach Hause mit der ZX80, 42 und der 569. Absolut schnell, hygienisch und geruchsarm in der Wirkung. Genauso mögen wir das. Und dann können Sie auch ruhig wieder schlafen und beruhigt, egal ob im Zelt oder im Campingwagen, wenn Ihnen da die lästigen Insekten vom Leibe gehalten werden. Super. Für meinen nächsten Urlaub definitiv dabei. Ja. Also im Moment jetzt haben wir wirklich eine richtige Mückenplage. Krass. Gerade so im Süddeutschen, da beneide ich dich nicht drum. Ja. Baden-Württemberg, Bayern ist richtig gebeutelt. Auch durch Hochwasser und so weiter in diesem Jahr schon wieder. Naja. Wir haben ja was dagegen. So, wir reden von einer Mini-Powerbank, lese ich hier gerade. Ja, auch für den Urlaub. Ein super tolles Format. Wir haben hier eine Powerbank, die ist so handlich, weil die quasi eins wird mit ihrem Handy. Ja? Die wird eins mit dem Handy, sagte ich. Wie, die wird eins mit dem Handy? Ja, das ist quasi eine Verlängerung vom Handy. Hä? Ah. So, das meine ich. Es wird eins mit dem Handy. Das ist kein Fremdkörper, den du irgendwie in der einen Hand hast, das Handy meistens, in der anderen Hand hast du die Powerbank. An einem kurzen Kabel. So, genau. Das Kabel hängt auch immer blöd rum. Hier hast du die Powerbank, die sich perfekt anschmiegt an das Handy. Ist quasi wie so ein Zusatzakku, den du unten andockst. Jetzt gucke ich hier mal gerade. Das ist für alle... Bitte? Welchen Anschluss haben Sie? Das ist für alle Handys mit USB-C-Anschluss gedacht. Also alle Handys, die Sie mit einem USB-C-Ladekabel normalerweise mit Strom versorgen, die können Sie damit hier also ebenfalls wieder aufladen. Übrigens auch mit Power Delivery, wie es so schön heißt. Moderne Handys brauchen ja schon ein bisschen mehr Saft, damit sie zügig wieder hochladen. Hier bis zu 20 Watt Leistung. Gerade mal so ein iPhone 13, 14, 15. Ich meine, glaube ich, auf dem 14er. Haben wir auch den USB-C-Anschluss, viele Android-Geräte und erst recht die neuen Geräte dann eben ab nächstem Jahr, ab EU-Standard wird ja ab Ende des Jahres nur noch der USB-C-Anschluss in neuen
beispielsweise Smartphones und dergleichen verbaut. Das heißt also auch für die neuen Geräte kann man das super nutzen, auch für viele ältere Geräte. Jetzt gucke ich mal gerade, wie viel Power die eigentlich hat. 4500 mAh. Das heißt mal so ein Handy-Akku kannst du jetzt mal locker so ein bis anderthalb Mal wieder komplett hochladen. Und wie gesagt, es ist praktisch, dass es eben am Gerät selber verbleibt. Du kannst quasi aufladen und telefonieren gleichzeitig. Das heißt, die Powerbank oder die Energiereserve ist jetzt kein Störfaktor mehr. Also wirklich ein tolles Format. Also gerade für unterwegs, wo ich gerade von Urlaub gesprochen habe, finde ich, sollte es immer diese Powerbank sein, weil die einfach nicht stört. Gerade auch, wenn Sie zum Beispiel so eine Wanderung machen und gerne mit dem Smartphone navigieren, dann ist das deutlich praktischer einfach so. Und eine Powerbank ist immer gut zu haben. Also sowieso, wenn Sie noch keine Powerbank zu Hause haben oder auch schon festgestellt haben, dass es da nicht genug Energiereserve geben kann, bestellen Sie es ganz einfach. 10 Euro. Ich bezweifle, dass man so eine Powerbank in der Klasse für 10 Euro bekommt, oder? Also normalerweise hast du bei den klassischen Powerbanks schon ein Preisgefüge, das normalerweise bei 15 Euro anfängt. Ja, und dann natürlich nach oben hin offen ist. 100 Gramm leicht ist vielleicht auch für den einen oder anderen noch ein Punkt, der das Ganze von der Kaufentscheidung noch ein bisschen beschleunigt. Und das dann eben mit bis zu 20 Watt, übrigens mit automatischer Ladestromanpassung. Also wenn Ihr Smartphone die 20 Watt nicht verträgt, regelt das Gerät automatisch die Stromzufuhr runter. Zum Schutz Ihres Gerätes. ZX3477 und die 569 nochmal hier mit USB-C-Anschluss. Also jedes Handy, was man oder jedes USB-Gerät mit USB-C-Anschluss lässt sich damit super, ja, quasi aus 2:1 machen. Ne? Wow, haben Sie es gemerkt? Wir haben hier einen Alarm. Das ist unser Preisalarm. Ist ja schon wahnsinnig genug, dass wir hier so gute Preise für Sie rausschlagen können. Aber bei diesem Produkt wird das was ganz Besonderes sein, weshalb wir das Kontingent beschränken mussten auf ein Stück pro Besteller. Einer meiner Lieblingsartikel für den Outdoor-Bereich. Das ist ein Multiwerkzeug, genauer gesagt ein Multiwerkzeug-Spaten. Das ist Diese mehr in 1, so 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1 Geräte finde ich immer ganz hervorragend, weil du wenig Platzangebot brauchst, um gleich einen großen Bereich von Werkzeug abzudecken. Gerade im Werkzeugbereich findet man diese Multitools immer ganz gerne für Outdoor bestens geeignet, mit allem Möglichen dran. Also du kannst aus diesem, nennen wir es mal Spaten, verschiedenste Werkzeuge machen. Eine Schaufel, klar, deswegen Spaten. Ein Messer ist drin, im Griff muss das irgendwo versteckt sein. Auch noch. Ja. Eine Säge, auch die findest du, glaube ich, in dem Griff. Die sind so eingelassen im Griff. Ein Beil, das hat Rebecca gerade für Sie zusammengebaut. Ein Flaschenöffner und auch ein Nagelzieher. Carbonstahl übrigens. Ja, füllt man. Das ist ja praktisch. Also ist schon klasse hier, Carbon, oder? Carbon kostet zurzeit viel Geld, wirklich. Hier, wir haben so eine Multifunktion für 10 Euro. Ja. Liegt auch sehr stabil in der Hand. Also das darf ja auch ein richtiges Gewicht haben. Hier haben wir ein richtiges Gewicht. Wow. Sieht super elegant aus in diesem matten Schwarz auch noch. Also ich denke, sowas findet man häufiger mal in so einem ollen Silber. Ja. Aber jetzt hier in diesem Schwarz, matt Schwarz, finde ich das sehr schick. Wie kriege ich das jetzt raus? Lass mal überlegen. Moment, der geht doch hier bestimmt, oder? Zack. Ah, was die haben diese Sicherungsknöpfe. Ah, hier ist so ein kleines Messer. Das habe ich noch nie gesehen. Quasi so im Griff drin. Ich habe jetzt hier mal die Säge mal rausgeholt. Auch natürlich dann, wenn du vielleicht mal irgendwo im Campingbereich unterwegs bist, willst mit deinem Campingmobil, mit dem Zelt unter einem Baumrast machen oder was, und da steht dir so ein halb abgebrochener und abgestorbener Ast irgendwie im Weg, dann kannst du entweder hier mit der Axt oder mit der Säge da mal zu Werke gehen. Im Garten natürlich auch, wenn du mal abgestorbene Äste oder sowas mal entfernen möchtest, kannst du dir eine Säge kaufen und vielleicht noch eine Axt kaufen. Da hast du schon zwei Geräte, die du irgendwo hinpacken musst. Hier hast du gleich mehrere Geräte in einem. Ein Multiwerkzeug, 6 in 1. Und mit diesem Schnellspannen, mit diesem Klickverschluss ist das natürlich super schnell gewechselt. Ne? Klasse. Guck mal, an dem Spatenkopf, da muss noch ein Flaschenöffner dran sein. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe es gerade entdeckt und wollte schon fragen. Ist das wirklich ein Flaschenöffner? Das ist ein Flaschenöffner, ja. So ein Kapselheber. Ne? So ein Korken, nicht Korkenzieher, wie heißt er hier? So ein Kronkorkenzieher. Ach so, ja, klar. Ja, und oben nochmal in dem kleinen Loch, da kannst du einen Nagel mit aus der Wand holen. Draufsetzen und dann zack, mit so einer Hebelwirkung rausziehen. Mensch! Stark. Und das Ganze in so einer Nylontasche mit Gürteldingens hier, mit Gürtelschlaufe dran. Also das kann man zur Not, also wenn man unterwegs ist, mal sehr gut gebrauchen. Super. Sehr gut. Also alles, was mit Auto zu tun hat. Ein perfekter Begleiter, sagt auch der Malte aus Jansdorf. Wir wandern, Camping, Touring.
welches wertvolle Dienste leistet. Die Pia aus Remschingen schreibt uns, ein sehr hilfreiches Werkzeugkombi, welches in unserem Wohnmobil mitführe und bereits das ein oder andere Problem zu lösen half. Und das gibt es bei den Kollegen von pearl.de für 22 Euro, hatte ich auch schon für fast hinterhergeworfen. Ja, wirklich. Bei uns für weniger als die Hälfte, für 10. Vor allem, weil die Qualität mich so überzeugt, das macht mich so baff. Also 10 Euro entspricht dem, der Haptik, diesem Gefühl überhaupt gar nicht, muss ich sagen. Hätte ich jetzt viel höher bemessen normalerweise. Das ist schon klasse hier. 6 in 1 mit allem drum und dran. Wow. NX5470 und die 569, Sie denken bitte dran, hier war es der Preisalarm, das heißt nur einmal pro Besteller, aber dafür kriegen Sie 6 Werkzeuge quasi unter einem Dach. Praktische Helfer haben wir heute in der 10-Euro-Überraschungsshow. Das wird jetzt romantisch. Und es sei noch mal ganz kurz erwähnt, dass wir ja in diesem Jahr den 35. Geburtstag von Pearl feiern, gerne mit Ihnen zusammen und mit jeder Bestellung, egal ob Sie eine Solaranlage für 1500 Euro oder einen Artikel aus der 5- oder 10-Euro-Überraschungsshow bestellen, Sie bekommen mit jedem Paket ein Los, womit Sie jederzeit kostenlos an der großen Verlosung teilnehmen können. Wir haben viele interessante Preise schon rausgegeben, aber ein paar kommen noch. Und auch der Hauptpreis, der 1er BMW, wartet vielleicht genau auf Sie. Ja? Vielleicht fahren Sie im Dezember schon BMW. Wir werden es am 6.12. verlosen. Jetzt reden wir von Teelichtern. Ja, ganz besondere. Ja. Ich finde das ja so schön, dass wir hier so einen Flackereffekt haben. Das liebe ich ganz besonders bei so Teelichtern, muss ich sagen, dass es noch echter wirkt. Und gerade diese hier gefallen mir super gut, um sie in Windlichtern zu platzieren, weil die Flamme so ein bisschen groß gestaltet ist, größer als bei echten Teelichtern. Weil das hast du ja manchmal, dass das Licht so verschwindet. So kleine Teelichter, wenn die so ein bisschen runtergebrannt sind und quasi in diesem Alu, in dieser kleinen Aluschale verschwinden, siehst du denn doch eigentlich, oder die Flamme eigentlich schon fast gar nicht mehr. Hier haben wir die ein bisschen größer dimensioniert. Ja, ein bisschen größer. Heißt hier, die sind 5,5 cm vom Durchmesser. Und natürlich ist auch der Flammenkopf etwas größer. Jetzt wollte ich gerade mal nach der Stromverteilung schauen. Braucht man aber gar nicht. Das sind Solarsensoren. Ja, finde ich auch super. Also, okay. Also wir haben hier, das ist ein Akku betrieben sogar. Wo ja, ist denn mit hier? Solar. Also Solarpanel. Ach so, also doch. Ja. Bis zu 8 Stunden Leuchtdauer, also einfach nur stehen lassen. Einfach nur stehen lassen, laden sich dann selber auf. Und das ist auch sowas, was mich immer nervt bei anderen Teelichtern, dass die Batterien immer so schnell leer gehen. Ne? Das ist hier kein Thema. Also wenn Sie das auch immer genervt hat, die Batterien da zu wechseln, dann sind das Ihre Teelichter. Also wirklich super gestaltet, gerade wenn Sie Windlichter zu Hause haben. Das ist fast schon ein Muss, weil dann kannst du die ganze Zeit anlassen, musst dir keine Gedanken machen. Dann werden sie tagsüber einfach nochmal aufgeladen mit Energie, gehen dann auch wieder an abends. Also wirklich super. Ja, hier die Sonja aus Nassau schreibt mir aus dem Herzen, gut im Krankenhaus zu benutzen, da dort keine brennenden Kerzen erlaubt sind, macht eine heimelige Stimmung ohne Gefahr. Batterien halten gut. Und auch der Hubertus aus Neunkirchen hat es getestet. Ein kinderleicht zu bedienendes Produkt. Man kann die Solarleuchten auch unbeaufsichtigt lassen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass etwas passieren könnte. 4 Stück davon für gerade mal 10 Euro, macht 2,50 das Stück. Super Preis-Leistung mit der NX8357 und der 569. Übrigens sogar noch wind- und wetterfest, spritzwassergeschützt. Nach IP44 kannst du mal draußen in so ein Windlicht stellen, wenn mal der Regen kommt. Macht das der Kerze überhaupt nichts. Also wie viele Aspekte können eigentlich so Teelichter erfüllen, die man sich sonst immer gewünscht hat? Wenn die jetzt noch Kaffee kochen könnten, wäre super, oder? Wetterfest. Ja, herrlich. Das ist schwer. Aha. Oh, das finde ich super. Das finde ich super. Es ist eine UV-Desinfektionsbox für sämtliche Dinge, die Sie mal hygienisch reinmachen wollen. Zum Beispiel könnte das sein, das Smartphone. Sie wollen nicht wissen, wie viele Bakterien Sie am Smartphone haben. Weil klar, Sie haben es ja die ganze Zeit in der Hand. Sie sitzen im Bus, Sie sitzen in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Sie haben die Hände voller Bakterien und das bleibt beim Smartphone immer hängen auch. Da können Sie noch so oft die Hände waschen. Das Smartphone waschen Sie eigentlich nicht so häufig. Aber damit geht das. Wir beseitigen hiermit bis zu 99% aller Keime, Viren, Bakterien, Schimmelpilze und Milben mit UVC-Licht. Das kennt man ja. So Flächendesinfektion, das wird ja auch an anderer Stelle gerne mal eingesetzt. Speziell bei den Dingen, die du ja jetzt nicht irgendwie mit einem
Desinfektionsspray irgendwie von Viren oder Keimen befreien kannst. Und ich weiß nicht, ob das jedes Handy mitmacht. Wenn du das einsprühen würdest, dann legen Sie es ganz einfach, wenn Sie abends mal nach Hause kommen oder zwischendurch einfach mal in diese Kiste rein. Sie sehen, dann geht's, sobald Sie es aufmachen, geht das UV-Licht automatisch, UVC-Licht automatisch aus. Wenn Sie die Klappe schließen, werden quasi mit dem UVC-Licht sämtliche Keimen, Viren und Bakterien von diesen kleinen Gegenständen entfernt, abgetötet, um ehrlich zu sein. Ob das jetzt mal ein Schlüsselbund ist, ob das ein Smartphone ist, Brille. Eine Brille beispielsweise, all solche kleinen Geschichten, die man ja auch irgendwo mal auf den Tisch legt. Man weiß ja nie, was da vorher mal gelegen hat. Ja, also man hat ja wirklich, und da gebe ich Rebecca völlig recht, den ganzen Tag über Berührungspunkte mit Türklinken, mit Handläufen von Treppen, mit, schlimmsten finde ich Rolltreppen. Ja, ich habe noch nie gesehen, dass eine Rolltreppe oder das Geländer von einer Rolltreppe sauber gemacht hat. Was meinst du, wer da alles angepatscht hat und wo die vorher mit ihren Händen waren? Das willst du gar nicht wissen. Ja, unter dem Mikroskop hast du ein Wimmelbild. Dann habe ich es doch lieber, wenn ich dann abends, ich komme ja auch nach Hause und wasche mir erstmal die Hände. Erstmal gut mit Seife die Hände waschen, damit das Ganze also einigermaßen sauber ist und dann vielleicht die elektrischen Geräte zum Flächendesinfizieren in diese kleine Box rein. Wird in Asien meines Wissens sehr stark forciert, habe ich mal einen Bericht drüber gesehen. Da hieß es also eigentlich machen, dass ich sag mal 9 von 10 Asiaten machen das permanent, wenn sie nach Hause kommen. Ja. Die haben ein anderes Verständnis auch dafür. Ich habe eine Freundin, sie wohnt in China und sie hat mir da auch erzählt, dass in jedem Flur, als du nach Hause kommst, du musst deinen Schlüssel, dein Handy, deine Brille, deine Uhr und so weiter hier lassen und dann du fasst die nicht an bis nächsten Morgen zum Beispiel. Hier dauert das aber nur 5 Minuten. Ne? Fünf du musst Minuten. Es nur 5 Minuten drin lassen. Also es geht noch schneller hier mit diesem Produkt und ich liebe ja unsere Produkte für das gewisse Extra, was wir hier auch mit dabei haben. Wir haben nämlich eine zuschaltbare Aromafunktion. Hab ich also auch wenn du Lust gesehen? Hast, kannst du da denn? Ätherische Duftöle noch mit dazu machen und dann hast du ein bisschen auch noch den Duftaspekt hier mit abgedeckt. Finde ich ja auch fantastisch. Dann riecht dein Handy nach Lavendel, das ist ja klasse. Zum Beispiel. Ich finde das wirklich cool. Weil das gibt dir auch dieses besondere reine Gefühl, ne? Wenn du das rausholst. Und ja, also wenn etwas rein ist, muss es ja nicht gleich nach Desinfektionsmittel riechen. Das darf ja auch gut riechen und trotzdem sauber sein. Das mögen wir so. Die PX2488 und die 569 ist die Bestellnummer, damit sie alles hier hygienisch reinhalten können, was sie da rein tun. Das ist ja das Einzige, was ich so der Pandemie an Gutem abgewinnen kann, dass man so ein bisschen sensibel geworden ist für gewisse Punkte. Unter anderem, dass man sich eben, weiß ich nicht, 500 Mal am Tag ins Gesicht greift. Man achtet auf einmal ganz einfach drauf. Auch den Hygienestandard mit Händewaschen habe ich beibehalten. Ich wasche mir jetzt 10 Mal am Tag die Hände. Finde ich, ist nicht verkehrt. Was ist das? Das ist ein Kabel. Ein Ladekabel. Das ist nicht einfach ein Ladekabel. Ein Kabel mit mehreren Anschlussoptionen. Sehr gut. Ich sag das, das kannst du erschütteln? Ja. Manchmal machst jetzt du mir ehrlich. Angst. Lass mich mal schütteln. Es ist schon ziemlich kabelig. Ja, ich bin jetzt aber auch, ich bin jetzt aber auch subjektiv, ne? Ich habe nicht geschummelt. Ja. Ich schwöre. Rebecca schummelt ja gerne, ich ne? Ich schwöre. Sie mag das, ja. Also, es ist de facto wirklich ein USB-C bzw. USB-A-Kabel. Wir werden klären, was das bedeutet. Hoppala. Ein Daten- und Ladekabel mit USB-C und Lightning-Magnetsteck. Jetzt kommt der Das ist genial. Jetzt verstehe ich's. Das heißt? Cool, guck mal, ich habe hier verschiedene magnetisch anhaften. Ich habe ein Lightning, USB-C. Hier habe ich noch ein Lightning, das ist wahrscheinlich von dir. Jetzt kommen wir hier. Ah, cool, guck mal. Jana spielt jetzt Poltergeist, pass auf. Hier. Guck mal. Diese kleinen Adapter-Steck-Release, die man normalerweise in die Ladebuchse eines Smartphones steckt, die sind vom Kabel getrennt, lassen sich aber magnetisch verbinden. So, und die bleiben ganz einfach im Ladeanschluss. Das verhindert Verschmutzungen der Ladebuchse. Und dadurch, dass das Ganze magnetisch ist, müssen Sie nicht dauernd ein Kabel reinporkeln, sondern können ganz einfach magnetisch andocken. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist auch clever gemacht. Abdock. Hast du gesehen? Die andere Seite ist auch super clever, du hast da... Siehst du, das steht einfach normal. Boah. Habt ihr das gesehen? Boah. Und jetzt? Hey. Die andere aber erst abbauen, hast du gesehen? Und was ist mit anderer Seite? Die andere Seite ist so cool, weil du hast ja mittlerweile nicht mehr nur USB-A-Anschlüsse an deinem Netzteil, sondern auch oftmals USB-C.
Also dann kannst du auch umstecken. Also du hast so einen USB-C auf USB-A-Adapter quasi. Okay. Das ist clever. Wow. Was haben wir denn für Anschlüsse? Da ist wirklich alles dabei, was man braucht. Also wir haben Anschlüsse, die eben im Gerät verbleiben für USB-C zweimal und einmal den Lightning-Anschluss, 8-Pin für die etwas älteren iPhones. Also kann man damit so ziemlich, ich behaupte mal, 80-85% der modernen Smartphones hier aufladen, ohne dass du jedes Mal ein Kabel reinporkeln musst. Und die Quelle kann USB-A oder USB-C sein. Kabellänge 1 Meter. Super. Clever. Und vor allem auch diese Textilummantelung finde ich auch immer so klasse. Oh, das sind gute Kabel, ja. ZX3577 und die 569. Die sind sehr vielseitig unterwegs. Ich fand diese Desinfektionsbox klasse. Bitte schön. Ja, das Kabel war für mich das Muss in dieser Sendung. Und natürlich der Insektenvernichter. Ja. Und Powerbank. Jetzt haben wir was Schönes. Regenbogen. Was ist das denn? Eine Lampe. Das sieht spacig aus, ne? Ja. Das sieht aus wie ein schiefer Griff. Nee, es ist eine Lampe, aber die deutet schon den Bogen an, den wir damit kreieren wollen. Nämlich ein Regenbogen. Oh, wie schön. Ach, guck mal, da kommen mehrere Farben raus. Ja, guck mal, wie schön sich dieser Regenbogen auch hier so ausbreitet über die Wand. Wie kann man das denn zeigen? Du hast übrigens... So rum. Da kommt das Licht raus. Mhm. Also von oben kommen quasi die Regenbogenfarben und die werden über diesen kleinen, sagen wir mal, Spiegel wiedergegeben. Und projizieren quasi also eine Regenbogenprojektion an die Wand oder auf die Fläche, wo ich es auftragen möchte. Ja, für Kinderzimmer als Nachttischbeleuchtung, ich finde genial. Ja, vor allem, weil du da auch eine Timer-Funktion hast. Du kannst es auch so einstellen, dass es nach 10 Minuten automatisch ausgeht. Und ich bin in 10 Minuten eingeschlafen. Also für mich wäre das ein schönes Einschlaflicht. Dann geht das automatisch nach 10 Minuten aus. Ist ja auch super gemütlich einfach. Ne? Also das macht ist schon cool. Kann man das Stimmung. Sehen? Sieht man das auf meinem T-Shirt? Man sieht es in deinem Gesicht. In meinem Gesicht sieht man ja, das. Ja, so. Also bin ich am Ende des Regenbogens angekommen. Wo ist denn mein Topf voll Gold? Ja. Ich möchte meinen Topf voll Gold haben. Sofort. Wo ist er? Am Ende des Regenbogens. Wow. So, hier sieht man es besser, glaube ich, oder? Versuch mal. Oder in der Kiste, meinst du? Ja. Also die Kiste ist besser als mein T-Shirt? Versuch es mal in der Kiste. Komm her. Achtung. Vor allem, wenn du eine große Wand hast, dann projiziert das ja richtig groß aus. Ich bin mal gespannt. Guck mal, wow. Guck. Jetzt sieht man. Ja. Oi, schau mal da, da kommt schön. Er. Das ist doch mal klasse. Ist auch kein 0815-Regenbogen, ne? Der ist besonders schön, finde ich. Der diese Verläufe schön. Gefallen mir sehr gut. Und die Form von dieser Lampe gefällt mir wirklich sehr. Das ist so interessant. Ja, ist schon spacig, oder? Mhm. Ich dachte, was ist das denn? Also ein bisschen schief und schepp. Ich glaube, Kinder würden wirklich begeistert Konzept. Sein. Mhm. Ja. Sehr cool. Es scheint batteriebetrieben zu sein. Oder ist das ein Akku? Batterien, ja. Batterie, richtig. Oder? Batterien. Ja, die halten ja auch ewig, die brauchen ja nichts. Das ist ein LED-Licht. Aber schau mal, wie schön das ist. Wenn man sowas mal in einem Kinderzimmer und je weiter du weggehst, desto größer wird der Regenbogen. Ja, klar, ja? Auf ganzem Band. Toll. Schön. Du kannst das auch im Wohnzimmer das auch nutzen. Na? Wahrscheinlich auch, du guckst Fernseher und hier bei dir gibt es einen Regenbogen. Und im Hintergrund siehst du den Regenbogen. Regenbogen. Ja. Also Regenbogen ist immer ein schönes Motiv, finde ich. Das geht einfach immer. Für mich steht das für Glück. Natürlich den Topf voll Gold, nach dem man strebt. Wo ist er denn? Ich möchte ihn haben. Das ist dein Motivator. Ja, der will das haben. Aber auch für Kinder natürlich schön, um in Traumwelten zu entfliehen, absolut. Zum Einschlafen. Aber auch im Erwachsenenschlafzimmer ein sehr schönes Einschlaflicht, eine tolle Atmosphäre. Ich verbinde Regenbogen immer mit glücklichen Erinnerungen an meine Kindheit. Die Bestellnummer ist die NX8209 und die 569. Und die Kamera entfernt sich schon von uns. Das heißt, die 10-Euro-Show ist leider schon vorbei. Aber da war einiges dabei für uns, aber auch für Sie ganz sicher. Aber bleiben Sie doch ganz einfach gleich im Programm. Es geht spannend weiter. Ja, klar.